Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Heute schauen wir uns auf entspannter Basis die neue Worst Behavior-Kollektion an und schauen, ob die gut ist oder nicht. Meine Freundin läuft jetzt hier gerade durchs Bild. Wie findest du die neue Worst Behavior-Kollektion? Krank. Okay, sie findet krank. Ob sie wirklich krank ist oder nicht, schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Eigentlich hatte ich heute ein anderes Video geplant, aber viele von euch haben geschrieben auf IG und so. Wer noch nicht auf IG folgt, Junge, was soll ich sagen? Du bist selber schuld. Ich habe schon so oft gesagt, check IG ab, da werdet ihr viele Sachen sehen, bevor sie quasi auf YouTube sind. Manchmal auch andersrum, also das heißt, es lohnt sich beides zu abonnieren. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe den Faden verloren. Achso, ja, genau. Auf IG haben viele geschrieben, so, yo, gibt's ein Review zu der Kollektion? Wie gesagt, hatte ich eigentlich nicht geplant, heute wäre was anderes gekommen, aber... Wir machen für euch frisch, deswegen nicht viel Tamtam. Schauen wir uns die Kollektion an. Let's go. Ich habe jetzt natürlich nicht die komplette Kollektion bestellt, aber ich habe, glaube ich, so die coolsten Teile da, so die Highlights, so die Dinge, wo es sich lohnt, einen Blick drauf zu werfen. Und ich glaube, das Highlight-Piece der Kollektion ist dieser Juke-Hoodie. Ich glaube, der ist Juke. Ja. Das ist der Juke-Hoodie, den gibt es, glaube ich, in zwei Farben. Ich habe ihn hier in der schwarzen Farbe, weil ich finde, dass es optisch einfach am coolsten aussieht. Schwarz mit diesen farblichen Akzenten. Ich finde auch den Namen Juke sehr, sehr passend. Eine Jukebox kennen wir ja, so eine Musikbox. So hat man irgendwie so vielleicht ein bisschen frohes Bild im Kopf. So, wisst ihr, so coole Vibes, verschiedene Farben. Und genau das widerspiegelt der Hoodie hier auch. Sehr, sehr cool. Also es ist ein Piece, in dem viel Arbeit steckt. Was wir übrigens bei noch anderen Pieces auch sehen werden, dass da einfach viel Arbeit drinsteckt, was ich auf jeden Fall geil finde in der Kollektion. Oversize-Hoodie, schwarz. Hier überall solche Farbelemente gedruckt, also in einer 2D-Optik mit so einer weißen Umrandung, die quasi so ein bisschen versetzt ist. Ich werde euch jetzt nicht jedes zeigen, das könnt ihr euch einfach auf der Website oder gleich im Fit-Video anschauen. Size L und ich muss sagen, das Piece ist eigentlich sehr, sehr stark. Also ich sag jetzt mal kurz die positiven Sachen. Vibe finde ich sehr cool, finde ich was Neues, habe ich so in der Form noch nicht gesehen, gefällt mir sehr gut. Was ich noch sehr geil finde, ist die Verarbeitung. 1A, wirklich überall so diese doppelten Nähte oder diese verstärkten Nähte. Ich weiß nicht, ob die... Ihr seht ja die Nähte, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt, aber ihr wisst, was ich meine. Sehr, sehr gut verarbeitet, also wirklich nirgendwo steht irgendwas raus. Ich finde auch dieses Element ganz cool, dass man hier an der Schulternaht so einen Tag reinmacht oder so einen kleinen Zettel reinweben lässt. Finde ich cool, gefällt mir extrem. Nicht reinweben. Mir gefällt, dass wir eine sehr, sehr geil geformte, schön große Kapuze haben, die auf jeden Fall geil sitzt. Deswegen, ich würde sagen, das Piece ist gelungen. So, das kann man schon so sagen. Es gibt aber auch negative Sachen, die muss ich einfach nennen. Es ist Tatsache. Erster Punkt ist, Bruder, was habt ihr hier gemacht? Was sind das? Warum ist die Rippware so klein? Habt ihr so, musste man Material sparen oder was? Also, habe ich gar nicht gefühlt. Warum ist das so kurz? Vor allem, weil es halt gar nicht passt, weil unten am Saum ist sie relativ lang, die Ripware. Deswegen habe ich diesen Rip nicht gecatcht. Was ich auch nicht catche und was ich nie catchen werde, ist, warum man bei so einem Piece, was wirklich ein geiles Statement-Piece ist, diese Baumwoll-Polyester-Mischung nimmt. Das Ding, das fühlt sich einfach leider nicht, also ist halt Geschmackssache, das ist bei jedem anders. Aber ich finde, so 70% Baumwolle, 30% Polyester fühlt sich leider nicht geil an. Das ist einfach so. Mag ich nicht. Mein T-Shirt war zum Beispiel auch Rip, nachdem ich es angezogen habe, weil ihr kennt es, Baumwoll-Polyester haben wir innen diese sehr aufgeraute Optik und es führt dazu, dass dieses Piece extrem fusselt. Mein weißes T-Shirt direkt in Wäsche gar nicht tun. Bringt nichts mehr. Das finde ich leider schade. Das sind so Dinge, wo ich frage, warum hat man das nicht ganz zu Ende gedacht? Das Piece kostet, glaube ich, 150 oder 160 Euro. Ist sehr teuer, keine Frage. Ich finde es gerechtfertigt, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in diesem Piece steckt. Also überall wirklich Top-Verarbeitung, verstärkte Nähte, diese Prints. Das ist sicherlich ein Haufen Arbeit. Ich meine, wie viele Siebe braucht man dafür? Man braucht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, also... Ich glaube, man braucht dafür 16 verschiedene Drucksiebe, wenn man das im Siebdruckverfahren, und das sieht für mich nach Siebdruck aus, das dann draufdruckt. Da steckt ein Haufen Arbeit drin. So, warum mache ich, wenn es ein Statement-Piece ist und 150, 160 Euro kosten soll, warum mache ich Baumwoll-Polyester? Also das wertet das Produkt meiner Meinung nach extrem ab. Unnötig. Hätte ich mir gewünscht, dass es anders ist. Ich wollte es trotzdem bestellen, ich wollte es euch trotzdem zeigen, fittechnisch und so weiter. Eigentlich ganz cool. Was man dazu sagen muss, seht, ich wollte euch noch ein Fit-Video zeigen. Ihr seht jetzt hier das Fit-Video. In der ganzen Kollektion haben sie die Rippware unten relativ locker gemacht und dadurch hängt das eher so und sitzt nicht so an der Hüfte, wie man es bei Worst Behavior gewohnt ist. Muss einem gefallen. Ich finde es eigentlich cool, also es sieht trotzdem cool aus. Es gibt Leute, die mögen das eine mehr, es gibt Leute, die mögen das andere mehr. Ich finde beide Varianten eigentlich cool. Kann man beides machen, je nachdem, wie es gemacht ist. Hier ist es sehr, sehr gut gemacht. Man kann es aber auch loose machen und es sieht nicht cool aus. Also da gibt es einfach auch einige Produkte, einige Hoodies auf dem Markt, wo es irgendwie nicht stimmig ist. Hier sehr, sehr stimmig, finde ich gut gelöst. Also das zum Fit. Genau, meiner Meinung nach sehr geiles Produkt. Eigentlich sehr gut umgesetzt, nur teilweise nicht ganz zu Ende gedacht, meiner Meinung nach. Zweites Piece und ich kann euch jetzt schon sagen, mein persönliches Highlight ist dieses Longsleeve. Und zwar haben wir hier ein Longsleeve, das gibt es glaube ich in zwei verschiedenen Farben. Einmal in so einem Off-White mit Schwarz
Und dann gibt es das noch in einem Grün mit Weiß. Ist oversized geschnitten. Drop Shoulder leider nur sehr minimal. Ist aber nicht weiter schlimm, weil diesen Look einer Drop Shoulder hast du trotzdem dadurch, dass hier halt dieses Element am Ärmel hier quasi drin ist. Also, versteht ihr? Sieht ja so aus, als ob das ein Ding ist. Dadurch wirkt es so, als ob es eine Drop Shoulder hat. Und deswegen hat man trotzdem diesen coolen oversized Look auf jeden Fall da. Siebdruck vorne, Siebdruck hinten. Und was das Highlight für mich ist, oder warum es das Highlight für mich ist, das ist ein Longsleeve. Ich bin eigentlich gar kein Fan von Longsleeves, aber das ist wirklich ein geiles Piece. Wir haben hier 100% Cotton und zwar French Terry, 400 GSM, aber es ist kein typischer Hoodie-Stoff. Also es ist eigentlich mehr wie ein wirklich dickes T-Shirt. Das ist ja ein Longsleeve, also es ist wirklich, könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr auf einmal ein Terry-T-Shirt mit 400 GSM habt oder ein Terry-Longsleeve mit 400 GSM, weil genau das ist das Piece eigentlich. Was ich auch noch sehr geil finde, ist der Kragen, sehr, sehr schön gemacht. Gut gelöst, enger Kragen. Die Rippware könnte vielleicht ein bisschen fester sein, weil es wird ein bisschen ausleiern, wenn man es ein paar Mal trägt und wäscht. Aber sonst sehr, sehr stark. Und was ich auch hier unfassbar lobenswert finde, ist, steckt viel Arbeit in dem Piece. Schaut euch das mal an. Diese weißen und schwarzen Elemente, die sind immer zusammengenäht. Jedes Mal mit doppelter Naht oder verstärkter Naht. Das heißt, überall haben wir hier zusammengenähte Elemente. Deswegen für mich ein Piece geil. Steckt viel Arbeit drin, sieht cool aus, geiler Vibe. Passform könnt ihr jetzt hier anschauen. Ist, glaube ich, mein Favorite aus der Kollektion, also richtig, richtig nices Piece. Als nächstes haben wir noch einen Sweater. Hier ist das Highlight auf jeden Fall dieser Backprint. Sehr, sehr geiler Print, finde ich. Farblich muss es einem gefallen, aber es ist alles Puffprint, teilweise auch wirklich richtig puffy. Also sehr, sehr nices Teil, finde ich, sehr gut gelöst. Passform könnt ihr jetzt hier anschauen, währenddessen kann ich sagen, ich finde den Kragen cool, ich finde eigentlich auch den Fit cool, was ich nicht cool finde. Und die Verarbeitung ist natürlich auch in diesem Fall wirklich sehr, sehr gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass wir hier wieder diese Baumwoll-Polyester-Mischung haben. Das ist meiner Meinung nach einfach schade. Ein geiles Piece, was einfach dadurch, dass es Baumwoll-Polyester ist, für mich jetzt einfach kein Piece wird, was ich super gerne daily rock, sondern was ich halt ab und zu mal anziehe, wenn ich gerade Bock auf diesen Vibe habe. Aber kann ich es empfehlen? Kann ich eigentlich schon. Wenn Leuten Baumwoll-Polyester-Mischungen egal sind, dann ist es ein geiles, wirklich ein sehr, sehr geiles Piece. Und mein zweites Favorite Piece aus der Kollektion ist dieses Mockneck-T-Shirt aus Heavy Cotton 270, glaube ich, GSM oder 280 GSM. Haben wir, glaube ich, ziemlich genau den gleichen Stoff schon mal gehabt bei Worst Behavior. Das war in dem letzten Video, wo es um T-Shirts ging, habe ich euch meine Favorite T-Shirts vorgestellt. Und da war eins von Worst Behavior dabei. Eins der besten T-Shirts, glaube ich, was es auf dem Markt gibt. Das hier ist eigentlich mehr oder weniger genau das gleiche. Nur wir haben jetzt hier eben einen Mockneck. Und wir haben hinten wieder diesen Print. Wirklich extrem puff, sehr, sehr geiles Print. Stoff von dem T-Shirt, richtig gut, Verarbeitung 1A. Und Fit, geisteskrank gut, da schaue ich den Fit an, er ist einfach unfassbar gut. Ich hätte mir gewünscht, dass sie auch hier eine Sache noch zu Ende denken, und zwar die Rippware hier am Kragen. Sitzt eigentlich gut, aber es ist ein bisschen locker und ich kann euch jetzt schon sagen, der wird leider nicht immer so gut sitzen, der Kragen. Der wird nach ein paar Mal tragen, ein paar Mal waschen, wird ein bisschen ausleiern und so und dann, ja, ist es halt einfach nicht mehr das Gleiche. Das finde ich ein bisschen schade, hätte man einfach einen Schritt weiter denken müssen oder sollen, dann wäre es ein geistkrank gutes Piece geworden. Ich wünsche, also bisher waren immer Illicit Block die, wo die besten T-Shirts mit dem Mockneck machen. Meiner Meinung nach einfach super High-End Quality und so, 300 GSM, aber es ist halt auch einfach sehr teuer. Und das hier wäre jetzt eine sehr, sehr gute Alternative gewesen, hätten sie das ein bisschen zu Ende gedacht mit dem Kragen. Es ist auch so eine sehr gute Alternative, aber nicht ganz auf dem Niveau und auf dem Level, wie Illicit Block das macht. Das T-Shirt, ich würde sagen, wenn ich 10 Punkte geben kann, ist es eine 9 von 10. Einfach nur, weil das hier nicht zu Ende gedacht ist. Fit, geisteskrank gut. Print, geisteskrank nice. Genau, es gibt noch ein zweites Mockneck-T-Shirt. Und zwar eigentlich vom Fit her genau das gleiche. Wir haben hier vorne einen leichten Puffprint, aber ansonsten ist es clean. Was in dem T-Shirt anders ist, ist, ist eine andere Baumwolle, die deutlich weicher ist. Die ist elastischer. Es ist nur 230 GSM. Fühlt sich meiner Meinung nach dadurch einfach anders an. Nicht ganz so wertig, nicht ganz so heavy, nicht ganz so geil wie das davor. Aber vielleicht für den Sommer eigentlich eine sehr gute Alternative. Was hier leider auch das Problem sein wird, ist wieder die Rippware hier. An sich sieht sie sehr gut aus, sitzt sehr gut. Dadurch, dass das einfach alles ein bisschen locker, ein bisschen loose ist. Das kann man jetzt schon sehen, versteht ihr? Also wenn ihr so genau schaut, könnt ihr jetzt schon sehen, dass der jetzt schon hier so leicht, so wellig wird und so. Schade. Wie gesagt, meiner Meinung nach hätte man das ein bisschen zu Ende denken können. So ist es ein geiles Piece. Jeder wird sich dran freuen, der das holt. Aber es ist Kritik auf hohem Niveau, was ich hier äußere, eigentlich an allen Pieces. Es ist wirklich Kritik auf hohem Niveau, aber ich will es trotzdem gesagt haben. So, und zum Abschluss haben wir jetzt noch zwei Hosen. Zwei Hosen, die beide sehr, sehr nice sind. Wir fangen kurz an mit der Jeanshose. Ich werde gar nicht groß was zu sagen, ich zeige euch einfach den Fit. Extrem, extrem, extrem geiler Fit. Was an der Hose leider nicht gut gelungen ist, ist das Sizing. Ich habe hier eine Size 31 und die ist am Bauch rum schon etwas locker. Also ich muss eigentlich einen Gürtel tragen, sonst funktioniert es nicht. Was ich schade finde, weil sonst ist die Hose eigentlich wirklich nice. Die ist ein bisschen weich, also es ist jetzt nicht so diese typisch ganz, ganz feste Jeanshose, sondern die ist ein bisschen weicher so gefühlt.
Aber für den Sommer eigentlich genau das Richtige. Und wie gesagt, dieser Split unten, Fit und so, ist richtig, richtig nice. Ein cooles Detail noch ist hier, wie Worst Behavior hier draufsteht, aus Metall, glaube ich. Und dieses Lederding hier. Also wirklich coole Hose. Wirklich, finde ich sehr, sehr gut. Wer noch eine Split Pants sucht, bei The Five sind sie aktuell eigentlich immer sold out. Das hier ist eine geisteskrank gute Alternative. Ich würde sagen, sogar mit dem noch besseren Fit im Vergleich zu der Split-Hose zum Beispiel von 85. Und zum Abschluss haben wir dann noch hier eine Cargo. Und zwar auch aus so einem Baumwollmaterial, aber sie halt nicht so Jeans, sondern halt wie so eine Baumwoll-Cargo halt einfach ist. Fit-technisch würde ich hier sagen, haben sie leider auch eine Sache nicht ideal gemacht. Ich schaue euch einfach mal den Fit an. Und zwar ist es die Länge. Sie ist meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Ihr werdet jetzt auch gleich im Fit-Video sehen, dass ich die Hose ein bisschen hochziehe, wie ich sie eigentlich tragen wollen würde. So quasi, dass der Bund irgendwie an der Hüfte ist und dann ist sie schon etwas kurz. Das heißt, ich muss sie so ein bisschen auf Oldschool-mäßig ein bisschen runterziehen. Schade, weil abgesehen davon ist die Hose unfassbar stark. Gefällt mir sehr, sehr gut, sehr, sehr geiler Fit, sehr, sehr geile Verarbeitung, sehr, sehr geiles Material. Also insgesamt einfach eine sehr, sehr geile Cargo, muss man sagen. Das mit der Länge ist jetzt nicht ideal, aber wie gesagt, ein bisschen runterziehen so ist auch okay, kann man schon machen. Und damit sind wir eigentlich durch und ich habe euch alle Pieces gezeigt, die ich geholt habe. Ich kann zusammenfassend sagen, es ist eigentlich eine sehr starke Kollektion. Sie ist sehr gelungen, finde ich. Coole Ideen dabei. Die Mockneck-T-Shirts finde ich geil, dass jetzt das immer mehr und mehr bei den Brands ankommt, dass Leute da Bock drauf haben. Hier bei dem Heavy-T-Shirt auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Kragen könnte ein bisschen besser sein. Bei dem T-Shirt, was nicht ganz so heavy ist, auch nicht schlecht gemacht. Würde ich es jetzt weiterempfehlen. Ja, es ist einfach gerade eine gute und günstige Alternative, wenn man ein geiles Mockneck-T-Shirt haben will, im Vergleich zum Beispiel zu dem vom Illicit-Blog. Weil ich finde, diese T-Shirts haben wahrscheinlich den besten Fit nach dem T-Shirt von Illicit-Blog. Vielleicht ist noch das von Live Faster Young mit auf dem gleichen Niveau, aber sonst gibt es eigentlich wenig Alternativen, so, die wirklich gut Qualität haben, gute Stoffe und einen guten Fit haben. Also es ist auf jeden Fall eine geile Sache. Highlight für mich auf jeden Fall das Longsleeve, wirklich sehr, sehr geiles Piece. Ich dachte nicht, dass ich mal Bock auf einem Longsleeve habe, aber dieses Piece richtig, richtig nice. Und die Jeanshose, bis auf die Sache mit dem Gürtel, und das ist jetzt nicht weiter schlimm, Digga, ziehst du halt einen Gürtel an, Problem gelöst. Sehr, sehr geile Hose, freue ich mich drauf, die im Sommer zu rocken. Was ist eure Meinung? Schreibt mir gerne in die Comments, was ist euer Favorite Piece? Habt ihr euch schon was geholt? Wenn ja, was? Wenn nicht, was werdet ihr euch holen, falls ihr euch was holen werdet? Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mobix. Ciao.